Herzlich willkommen zum Gemüsefragen-Podcast. Tja, und heute lassen wir mal die Muskeln spielen. Oder wie mein Kommoderator Tom Ade sagen würde, Was würde ich den Titel des sagen? Films. Ach so, ich würde sagen, stark, dominant, aggressiv. Warum toxische Männlichkeit allen schadet. Wir schauen mal wieder einen Beitrag von Respekt. Die machen ja immer so schöne, kompakte Videos in ihrem Format Respekt kompakt. Das geht wieder 14 Minuten. Ja, und ich muss dazu sagen, wir haben uns jetzt gar nicht das vorher angeschaut, also im Einzelnen, was hier besprochen wird. Aber wir Nach dem versprechen uns Titel. eigentlich schon, feinstes Media, ja, der Titel halt. Was man Und vielleicht noch. ganz kurz, der Untertitel noch in der Mediathek ist: Nur wer stark und rücksichtslos ist, hat Erfolg. Das glauben viele Männer. Woher kommt dieses völlig veraltete Rollenverständnis und warum ist es so gefährlich? Oh, da ist ja schon alles gesagt. Ja, also es geht natürlich ja um die bösen Männer, klar, toxische Männlichkeit. Ich wollte vielleicht, bevor wir einsteigen, nochmal sagen, das sind ja hier so 14-Minuten-Häppchen. Die haben auch immer noch mal so eine 28, 30-Minuten-Fassung. Und wir hatten schon gedacht, oh Gott, am Ende haben wir da den Sachen unterstellt, die dann in der langen Fassung irgendwie, naja, entkräften oder näher ausführen. Dem ist nicht so. Die schneiden tatsächlich, ja, Belangloses raus und gehen dann zum Ja, Fleischpart. Beziehungsweise also manchmal schaden sie sich sogar noch, finde ich, aber. als Referenz dazu haben wir halt das eine Video in der 8. Also wir hatten ja letztens das 14-Minuten-Video zu den Parallelgesellschaften besprochen. Und genau, dann haben wir noch die 28 Minuten danach geholt. Und ja, da haben wir halt gemerkt, wie du meinst, da kam auch mehr viel mehr an den 28 Minuten. Deswegen wird es auch hier wahrscheinlich so sein. Die besten Argumente, die werden sie uns schon in die 14 Minuten packen. Wir Oder verpassen da was jetzt sie nicht als viel. bestes Argument zumindest ausmachen. Genau. So knirsch es auch sein mag. Ja. Gut. So, da bin ich schon mal gespannt. Ich habe es noch nicht geschaut. Moderator, Mann oder Frau, was denkst du? Naja, wir haben ja ganz kurz reingeschaut. Das ist Ach, alles. verdammt. Die ersten 5 Sekunden hatten wir doch schon gesehen. Ja, na gut, schade. Dann, ja, los geht's. Okay. Männlich sein, das hat was mit Dominant sein zu tun, sich durchsetzen, manchmal leider auch mit Gewalt. All das sind überholte Männlichkeitsbilder. Und wenn diese schädlich werden, dann sprechen wir von sogenannter toxischer Männlichkeit. Was ist das eigentlich und wie können wir die bekämpfen? Darum geht es heute bei Respekt. Schön, dass er auch so einen pinken Pulli gleich anhat. Also, da Ja, wird man doch schon in so eine Ecke gestupst. aber an sich wirkt er irgendwie sympathisch, ohne den Das jetzt gut stimmt. zu Der sieht so kennen. ein bisschen, wie hieß er? Ayman Abdallah von Von Galileo, Galileo? oder? So, so habe ich jetzt Ja, von früher so vielleicht. irgendwie mit dem Grinsen. Das erinnert mich so an ihn, ja. Hey, Hallo, Malcolm, grüß wie dich. geht's hier? Na, Servus. Ah, ja, genau, ja. Corona-konform? Ich selbst bin Warte sicherlich. mal, was hat Was er ist gerade das gesagt? denn hier? Corona-Faust oder so? Warte mal, der sagt, warte, Ach, nochmal. ist das das noch? Ist das von da? Hey, Hallo, Malcolm, grüß wie dich. geht's hier? Na, Servus. Ah, ja, genau, ja. Corona-konform? Was Ich ist selbst. Corona-konform, ah, das hat der Ante gesagt jetzt. Nicht dieser Malcolm, der übrigens hier eine interessante Kopfbedeckung auf hat. Ich selbst bin sicherlich auch nicht frei von so alten, traditionellen Männlichkeitsvorstellungen. Genau deswegen treffe ich jetzt Muriel Eichberger. Muriel gibt Trainings zum Thema Diversity und beschäftigt sich mit dem Thema Männlichkeit. Was sind so grobe Bereiche jetzt im Alltag, wo man sich dabei erwischen könnte, sich toxisch männlich zu verhalten? Ich glaube, wenn wir uns so Alltagssituationen vorstellen, dann gibt es klassisch Redeverhalten, ne? Wenn man ständig Leute. Trainer-Doppelpunkt-In für Diversity. Ja. Also manchmal ist es vielleicht besser, wenn man so den Anschein von Seriosität erwecken will und Ausgewogenheit sowas wegzulassen. Ich bin jetzt mal sehr gespannt auf diesen Typen. Also irgendwie wirkt er für mich gar nicht wie so ein Diversity-Typ. Also ich finde, naja, oder? Also der könnte natürlich auch, wenn der jetzt mal die Kette zum Beispiel weglässt, dann könnte der auch so einer Sportskneipe kommen. Ja, eben, eben. Also ich hätte den jetzt, wenn ich dem jetzt begegnen würde, hätte ich jetzt nie gesagt, der wäre irgendwie Trainer für Diversity. Ich hätte jetzt eher gesagt, der wäre jetzt inner für so ein Männerrechtler oder so, weißt du, so Maximilian Pütz-mäßig. Ach Was so, ich jetzt ja. aber hier Ja, interessant könnte finde, auch tatsächlich, sein, vielleicht erwähnt er das doch, diese Kette, weißt du, das ist ja, weißt du, das ist wie so eine zweigeschlechtliche Kette, habe ich das Gefühl. Links diese Perlenkette, wie es eher eine ja. Frau tragen würde, und rechts diese große Gliederkette, wie es ein Mann tragen würde. Ich Weißt du, ahne Schlimmes, ehrlich also gesagt.
Ich glaube fast auch. Also wahrscheinlich ist das hier schon so eine Art Symbol, irgendwie so ein naja, Zweigeschlechts-Trans-Queer-Ding, weißt du? Demi-Gender oder irgend sowas. Aber an sich der Typ wirkt ja nun mal, finde ich, sehr männlich. Also. Mhm. Ich hatte noch mal kurz geschaut, so August, September ist die Doku gemacht worden. Von 21, also. Ach so lange her schon. Alles klar. Ah, okay, und deswegen treffen sie sich hier im Freien und machen diese Corona- Ellbogen. Ja. Begrüßung, um Gottes Willen. Unterbricht oder auch, was ganz viele Männer oft machen, ist, dass sie immer alles besser wissen müssen. Toxisch kann dabei werden, wenn es entweder mich selber total unter Druck setzt. Und also ich finde hier, deine Beine sind ganz schön Manspreading ist es ja. Weiß ich nicht. Das ist sehr toxisch. Ja. Ich irgendwie dadurch, ja, psychologisch oder sonst wie irgendwie unter Probleme gerate oder wenn ich ja, andere Menschen unterdrücke, anderen Menschen irgendwie ja, die Teilhabe an der Gesellschaft verunmögliche. Okay, dann bin ich gespannt. Ich möchte rausfinden, wie toxisch männlich bin ich eigentlich. Fangen wir doch mal zum Beispiel an mit Redeverhalten. Also wenn du mit Leuten sprichst oder in so einem Raum bist, wie verhältst du dich? Bist du laut, leise oder fällt es dir leicht, Leute aussprechen zu lassen, zuzuhören? Ich kenne es von mir, dass ich oft total schnell dazwischen muss und so, oh, das weiß ich viel besser oder so. Wie geht's dir da? Also es fällt mir leicht, Leuten ins Wort zu fallen und sie zu unterbrechen, weil ich das Gefühl habe, es achtet jetzt auch keiner darauf, ob ich jetzt irgendwie zu Wort komme. Und deswegen, ja, glaube ich schon, dass mir eher oft so ein dominantes Redeverhalten attestiert wird. Du hast zwei Ansatzpunkte. Das ist doch jetzt bloß der Unterschied zwischen introvertiert und extrovertiert. Das ist doch jetzt nichts Männliches. Also es gibt genügend Frauen auch, die genauso sich verhalten, die einem ins Wort fallen oder gerne viel reden. Ja, muss ich auch sagen. Ich verstehe jetzt gar nicht hier den Punkt. Also, ja, das ist so, das geht jetzt so ein bisschen in diese Richtung Mansplaining. Also das, was, ja, auf jeden Fall, ja. Das, was Männer sagen, dass das schon toxisch wäre oder dass, ja, sie halt. Ja, dass sie immer ihren Senf dazugeben müssen. Genau, dass sie halt immer der Bestimmer sein müssen oder so, auch im Gespräch. Aber ja, wie du sagst, so aus dem eigenen Erleben sehe ich das gar nicht so sehr. Also, weil mir da auch selber tatsächlich Frauen aus dem echten Leben einfallen, die auch nur von sich reden, weißt du? Die gleich mit irgendeiner Geschichte von sich selbst kommen und letztens habe ich das erlebt und das erlebt und die dich gar nicht fragen, wie es dir geht oder so oder was deine Meinung ist. Ich denke, das ist einfach so ein Ding, naja, was beiden Geschlechtern inne sein kann, also einfach einigen Leuten. So per se toxisch männlich, würde ich. Auch ganz ehrlich, also Frauen reden halt gerne auch viel. Ne? Ja. Also das Gespräch an sich reißen. Ob das vielleicht wirklich speziell männlich ist. Ha, auch da, nee, ich bin da nicht so dabei, aber wir sehen das ja beide sowieso eher kritisch. Mal gucken, vielleicht war das nur das Einstiegsargument und die richtigen Sachen kommen gleich. Ne? Ja, vielleicht kommen die besten Sachen noch, naja. Suchen kannst. Das eine ist entweder, wie du damit in Zukunft umgehst. Das heißt, zum Beispiel gibt es da Techniken, rhetorische Techniken. Du sagst dir, okay, ich möchte das gern vermeiden. Ich lasse jetzt immer eine Person vor mir sprechen und erst dann sage ich wieder was. Oder ich lasse zwei Leute sprechen. Oder ich mache eine gewisse Pause von immer 30 Sekunden, bis ich auf etwas antworte. Das fällt ja auch gar nicht auf. Wenn du es an so einem Abend immer so, jetzt darf ich was sagen. Genau, guckst du mal so auf deine Uhr? 30 Sekunden lang, warte kurz, warte noch. Und dann schreist du so übelst rum. Ey, du hast. Was fällt dir ein? Du hast überhaupt nicht recht. Und so. Es kann ja auch überhaupt nicht passieren, dass dann dadurch, dass man wartet, das Thema schon weiter ist und du so. Ja, ich wollte dazu noch sagen. Das wirkt da überhaupt nicht schlimm. Ich würde dir mal zugutehalten, wahrscheinlich ist das nur ein Vorschlag, um das überhaupt zu erlernen, dass man das anfangs so macht, solche Techniken, und später dann von alleine sich ein bisschen mehr zurücknimmt. Mhm. Ja, den würde ich sogar, also den Vorschlag jetzt an sich, ich habe es ein bisschen böse ausgemalt, ist jetzt nicht schlecht. Ja, einigen einfach das auch. Hat ja so, also eigentlich sind das ja so Gesprächsanstandsgrundregeln, weiß auch nicht, ne, den anderen mal ausreden lassen. Mhm. Man merkt doch auch, ob der andere was sagen will oder eben nicht, also. Richtig. Ja, das ist immer die Sache, es kommt natürlich auch mega drauf an, wie der andere drauf ist, weil wenn der andere nur redet, dann ist es natürlich auch schlecht, sich sehr zurückzuhalten, weißt du? Richtig. Also, und wenn der Arzt dann halt auch so arschlochmäßig unterwegs ist. Genau. Und du jetzt vielleicht wirklich aber in einer Diskussion bist, wo du wirklich einfach besser Bescheid weißt, weil du mehr Hintergrundwissen dazu hast oder so, dann, ja, dann macht es schon Sinn, mal einen Einwand zu machen, wenn der andere Unsinn erzählt. Dann musst du ihm argumentativ totschlagen. Zitat Ende.
Das sind also die Techniken. Und das Zweite ist, du kannst natürlich die Art, wie du etwas sagst, also freundlicher formulieren, aufnehmender, wertschätzender formulieren. Dadurch hast du auch eine Möglichkeit, darauf Einfluss zu nehmen. Das würde ich tatsächlich unterschreiben. Also ich kann eigentlich nur jedem raten, wenn man mit einem Fremden erstmal unterwegs ist, gesprächsmäßig nett zu sein, höflich. Und natürlich, wenn der andere dann irgendwie auf Kriegsfuß oder so fährt oder die schweren Geschütze gleich, ja, dann natürlich ist die Höflichkeit vorbei. Aber ansonsten im gepflegten Umgangston, meine Güte. Ne? Ist alles richtig? Was ich mich jetzt so ein bisschen frage, ob das jetzt zum Beispiel, also die Regel, die du da gerade gesagt hast, oder die der gesagt hat, ist ja alles richtig. Ja, aber ist das so eine Regel, die man speziell Männern sagen muss? Ich meine, das gilt doch für Frauen genauso. Ja, sei ja, höflich, richtig. Sei nett, weil, wie gesagt, es gibt auch Frauen, die mir einfallen, die eben nicht höflich oder nett sind beim ersten Gespräch, die wirklich gleich auf Krawall gebürstet sind. Ich meine, es gibt nun mal solche Xantippen, weißt du, die rumzicken, die Stress suchen. Also Frauen spannend, natürlich, ne? Dann eher Frauen verbal immer Stress. So empathisch verkauft werden einem. Ne? Ja, aber es gibt halt auch Frauen, aber die verbal die so, Stress suchen. Wenn die so empathisch wären, dann würden die dann irgendwie merken, das kommt ja bei dem anderen gar nicht an, was ich sage. Vielleicht habe ich hier ein bisschen zu sehr am Rad gedreht, ne? Aber ja, deswegen, das mit dem Empathie-Ding, das ist, glaube ich, ein bisschen überschätzt, auch bei Frauen. Als toxische Männlichkeit wird ein destruktives Verhalten von Männern bezeichnet. Ein Verhalten, das schädlich für sie selbst und für andere ist. Zum Beispiel, wenn Männer aggressiv, gewalttätig und oder sexistisch sind. Der Begriff entsteht in den 1980er Jahren. Die Männerbewegung stellte das vorherrschende Männerbild in Frage. Zum Beispiel, ein richtiger Mann übt Macht aus, wenn notwendig auch mit Gewalt. Das sei toxische, also giftige Männlichkeit. Tatsächlich gibt es viele andere. Die Männerbewegung? Hast du davon schon jemals gehört? Die Männerbewegung, ja, fand ich jetzt auch sehr engartig. Männerrechtler, aber das ist ja eher das Gegenteil. Und das Bild dazu, was man gesehen hat, das waren ja, warte, ich gehe da nochmal hin. Dieser Kreis da, ja. Ja, also, siehst du das gerade? Ja, ja. Die ja. Leute, die ja diese Polonaise machen, also die Männerbewegung. Das, ja, das ist wahrscheinlich so eine Hippie-Kommune oder vielleicht so ein queeres Ding, glaube ich, fast eher noch. Also, ja, möglich, keine Ahnung. Ja. Ich weiß nicht. Naja, gut, ich will jetzt hier nichts reinterpretieren, aber nee, ich lasse es einfach. Okay, auf jeden Fall finden wir das beide komisch. Okay. Ich will nur giftige ansagen, Männlichkeit. Ja. Das gibt's bestimmt hier alles, aber wo ist toxische Weiblichkeit? Naja, so fair müssen wir sein. Der Beitrag heißt stark, dominant, aggressiv, warum toxisch männlich ist, soll hier nicht um toxische Weiblichkeit gehen. Ja, ja, richtig. Also das verstehe ich schon, das ist klar. Dann müsste jetzt aber für meine Begriffe am Ende oder so und hier geht es zur toxischen Weiblichkeit, unser Video davon oder so. Aber es gibt kein Video. Damit hast du natürlich völlig recht. Das würde ich sogar ein Hunderter wetten, dass es auf diesen Kanal kein Video dazu gibt. Ja, natürlich. Nee, damit hast du natürlich völlig recht. Ich kann ja hier mal auf der Seite nach T gucken. Dann, du willst den ja, natürlich. Haben. Ja, nee, da gibt's, es gibt die Themen unter T von Respekt Kompakt sind toxische Männlichkeit, Transsexualität und Treuhandanstalt. Aber toxische Weiblichkeit gibt es hier natürlich nicht. Und auch die anderen Videos, die sich hier so mit Geschlechterverhältnissen auseinandersetzen, die handeln natürlich auch alle, die sind halt sehr feministisch. Ja, deswegen an die Zuschauer und Zuhörer hier, geht auf Charlottes Kanal, die hat tatsächlich mal, ich glaube, es sind sogar 3 Videos dazu gemacht, zur toxischen Weiblichkeit. Nee, hat ein sehr langes gemacht. Oder ein sehr langes, genau. Irgendwie so. Ja, ja, das war echt gut. Das kann man sehr empfehlen. Ja. Weil natürlich, es gibt natürlich toxische Männlichkeit, aber es gibt eben auch toxische Weiblichkeit. Also es gibt nun mal toxische Menschen. Das ist einfach das Ding. Richtig. Bei Frauen wie bei Männern. Das sei toxische, also giftige Männlichkeit. Tatsächlich gibt es viele andere Formen von Männlichkeit. Seit den 2000er Jahren wird der Begriff toxische Männlichkeit vor allem von FeministInnen benutzt, etwa im Zusammenhang mit MeToo. Toxische Männlichkeit meint nicht, dass alle Männer toxisch seien. Gemeint ist ein bestimmtes Verhalten, bestimmte Rollenbilder und bestimmte Vorstellungen von Männlichkeit in der Gesellschaft. Vorgaben, wie ein Mann sein und was er fühlen soll und wie er sich zu verhalten habe. Diese toxischen Rollenbilder zeigen sich unter anderem so. Männer dürften keine Schwäche zeigen. Männer seien hart und aggressiv. Sie müssen ihre Gefühle im Griff haben, sie sogar unterdrücken. Ausgenommen sind Wut und Aggression. Konflikte lösten Männer durch physische und oder verbale Gewalt. Und? Also kurz gesagt, das ist ein Strohmann, den Feministen bauen mit allen Sachen, die die Männer unterstellen. Denn das, was hier skizziert wird,
ich weiß nicht, vielleicht 1% der Männer bündeln diese Eigenschaften auf sich. Und die sitzen dann halt meistens auch, Überraschung, im Knast. Oh, da würde ich jetzt aber sogar widersprechen, muss ich tatsächlich sagen. Findest du? Naja, zum Beispiel dieser Punkt, Gefühle unterdrücken. Also, sind wir ehrlich. Wie gesagt, hat die alle diese Eigenschaften auf sich vereinen, die die hier skizzieren. Naja, wie gesagt, ich bin da eher, also gut, Thema Gewalt. Gut, mir würdest fällt, du jetzt sagen, dass du alle diese Eigenschaften auf dich vereinst? Du merkst, mir fällt es jetzt ein bisschen schwer, die richtigen Worte zu finden, aber ich bin jetzt selbst mit mir am Kämpfen. Nee, das Ding ist, natürlich sehe ich diese Eigenschaften als männlich. Also klar, also dass ein Mann hart ist, vielleicht aggressiv weniger, aber hart ist, das ist nun mal eine erwünschte Fähigkeit für einen Mann, würde ich sagen. Ja, eine sozial erwünschte Fähigkeit. Auch, dass ein Mann Gefühle unterdrückt, weißt du, dass ein Mann nicht rumflennt, weißt du, dass er halt nach außen immer den Starken gibt. Das Bild hier zum Beispiel finde ich ganz nett eigentlich, was sie sogar zeigen. Was im Hintergrund die eigentlichen Gefühle, die der Mann hatte, und nach außen ist er aber der selbstbewusste Strahlemann. Weißt du? So, und das ist nun mal so, wie ein Mann sein soll und auch, was Frauen sagen, wie sie gerne einen Mann hätten. Beim Thema Gewalt, also ich gehe das mal hier so nach und nach durch. Klar sind alle Männer nicht gewalttätig und lösen alle Probleme mit Schlägen, da würde ich auch widersprechen. Aber es ist nun mal so, wenn du jetzt auf den Schulhof gehst oder im Kindergarten, tun sich die Jungs eher prügeln, als dass sie sich angiften oder so, weißt du? Also so ganz super von der Hand weisen können wir das jetzt, finde ich, hier nicht. Aber hier würde ich zum Beispiel widersprechen, tatsächlich. Immer Wettbewerb? Ja. Erläuter gerne. Das ist eigentlich ein Meme. Also natürlich gibt es Leute, die, oder jetzt im Speziellen Männer, die irgendeine Firma gründen wollen und so diesen Wettbewerb. Aber viele Männer wollen eigentlich da auch, zumindest in der Arbeitswelt, eine ruhige Kugel schieben. Die haben jetzt nicht Bock, sich da mit irgendjemandem zu messen. Ja, das muss ich auch sagen. Also mit dem Wettbewerb sehe ich auch so. Also gerade, ich bin jetzt wieder so bei Jüngeren. Ich denke so ein bisschen von der Jugend her, denke ich das weg. Und zum Beispiel, wenn man in die Schule guckt, ist es ja sogar eigentlich eher unter Jungs häufig so eine, naja, so ein bisschen eine verpönte Einstellung, gute Noten zu haben. Weißt du, da gilt man dann als schwul, wenn man so der harte Streber ist. Wo eher die Mädels untereinander um die besten Noten wetteifern. Also, ja, Jungs haben ja oft dann so eine bisschen eine Egalhaltung. Ja, und in Schule und in Karriere später auch. Also, gibt es viele, die sagen, ja, Hauptsache, ich bin irgendwo in einem Job, vielleicht so mittlere Ebene, weißt du, hab jetzt nicht die super Verantwortung, wo ich dann super viel Stress habe, sondern ich bin halt so in der mittleren Ebene, bin ganz gut bezahlt, kann mir oft meine Freiräume schaffen. Ich kenne etliche Männer, die so drauf sind, eigentlich fast alle, die ich kenne, mich selbst eingeschlossen. Also ich bin mit meinem Job zufrieden, aber bin auch deswegen zufrieden, weil es ist ganz gut bezahlt, aber ich kann mich auch gut zurücknehmen. Also ich muss jetzt bin für übelst viel verantwortlich. Es gibt ja noch diesen Typus aus der Sparkassenwerbung hier, dieses mein Haus, mein Boot, mein Pferd. So. Richtig. Aber ich finde, und hier noch mein Swimmingpool, diese Leute sind für mich halt eben nicht männlich. Wenn du halt wirklich männlich wärst, im Sinne von wirklich ja, in sich ruhend, unabhängig und einen Scheiß auf andere Meinungen geben, dann wäre es dir ja egal, ob der andere jetzt einen größeren Swimmingpool hat oder nicht. Ja, findest du, okay. Da stehst du drüber, das ist doch... Also in meiner Welt wäre das männlicher als dieses, oh, jetzt muss ich aber auch noch mal ranklotzen, um einen größeren Swimmingpool zu bekommen. Ja, ist richtig. Ich merke schon, das wird heute eine ganz interessante philosophische Folge. Das zum Beispiel würde ich schon sagen, ist irgendwo so ein bisschen für mich männlich konnotiert. Auch da wieder, weil das ist was ist, was ja auch eine Strahlkraft hat nach außen hin auf Frauen, weißt du? Also die... Wir wollen ja einen Mann, der was erreicht hat im Leben, einen bestimmten Status hat. Und dann gibt es nun mal Männer, die das gerne zeigen. Die sagen, hier, ich habe so und so viel erreicht. Ja gut, das würde ich dann aber eher der Frau zeigen und nicht im Wettbewerb mit den anderen Männern so hier übrigens. Ja, hier, stimmt, das ist meine Visitenkarte mit genau. Schriftgrad. Ne? Ja. Also ja, mit dem Wettbewerb bin ich auf jeden Fall bei dir dabei. Das ist so der schwächste Punkt. Zumal es ja auch Wettbewerb auch unter Frauen gibt. Also, auf jeden Fall. Auch da wieder das Charlotte Corday-Video sehr zu empfehlen. Bei Frauen ist es halt oft der Wettbewerb
unter den Frauen dann so ein bisschen um die männliche Aufmerksamkeit. Also, wer ist die Schönste oder so? Ja, ja, die Stutenbissigkeit, ja. Also, solche Sachen, ja. Wer ist da jetzt am tollsten? Wer ist am beliebtesten? Und zum Abschluss gibt es hier nochmal einen schönen positiven Rassismus, dass der Schwarze am höchsten springt. Also. Ja, das würde einfach irgendein politisch korrektes Stockfoto gewesen sein. Was ich, da, ja. Ich wette, wenn ich jetzt hier google Wettbewerbs-Stockfoto oder so, da finde ich ja. Das in 3 Minuten. Mach mal weiter, ja? Kooperiert ja. Nicht. Diese toxischen Rollenbilder erlernen Männer in ihrer Kindheit und während sie heranwachsen. Sie müssen immer wieder neu beweisen, dass sie diesen Rollenbildern entsprechen. Durch Kräftemessen, durch Mutproben, durch Einfügen in Hierarchien. Und dadurch, dass sie diejenigen beleidigen und diskriminieren, die nicht diesen Rollenbildern entsprechen. Toxische Männlichkeit richtet sich in Form von Gewalt und Aggression zwar meist gegen andere. Eigentlich ist es aber ein selbstverletzendes Verhalten. Denn die Folgen für den toxischen Mann sind ein Leben voller Risiken und voller Gewalt, soziale Isolation, Depressionen und ein höheres Selbstmordrisiko. Aber das Leben ist ein einziges Risiko, also... Ich verstehe schon, die wollen damit sagen, dass man sich öfter in bedrohliche Lagen bringt und so. Ja, ja, gut. Dass man halt weniger gemocht wird. Auch da, du merkst schon, ich bin jetzt per se gar nicht so abgestoßen von all diesen Punkten, die jetzt hier kamen. Also ich kann das schon eher unterschreiben. Ja, die Frage ist ja, diese Eigenschaften existieren, die Frage ist immer noch, ist es schlimm? Also zum Beispiel jetzt der letzte Punkt mit der Isolation. Ein Mann kann sowas eigentlich, soweit ich weiß, viel leichter aushalten. Ist klar, aber trotzdem will, ich meine, der Mensch ist ein soziales Leben, auch Wesen, auch Männer sind soziale Wesen. Kein Mensch will trotzdem super einsam sein. Also ich meine. Ja, aber die Anzahl der Eremiten ist halt 99% männlich. Ne? Ja, also ich. Ich finde, wir reden jetzt über Randphänomene. Also, natürlich. Ja. Die Frage ist halt bei diesem ganzen toxischen Männlichkeitsding, was man draus macht, was man sich jetzt für sich draus folgert. Und hier geht es natürlich so Richtung Feminismus. Also ich finde halt diesen Punkt toxische Männlichkeit, den, wie gesagt, den will ich gerne so abstreiten, weil den gibt's, weil ich halt auch sehe, dass es toxische Weiblichkeit gibt. Was daraus alles folgert, darauf bin ich jetzt ein bisschen mehr gespannt hier in der Doku. Ja, und wie groß die Zielgruppe halt ist. Also ob jetzt hier per se gesagt wird, das betrifft eigentlich fast alle Männer. Richtig. Oder ob richtig. Die sagen, es ist ein Randphänomen. Richtig, da ja. Da bin ich noch sehr gespannt. Vielleicht bin ich deswegen auch schon so aggro. Ja, dir ist natürlich schon klar, in welche Richtung das geht. Ich bin so drauf, ich gebe denen immer mal so ein bisschen, jetzt fällt mir nur das dämliche englische Wort ein, den Benefit of the Doubt. Also ja, ein Vertrauensvorschuss. Im Zweifel für den Angeklagten. So, in dubio pro reo. Also ja, ich lass mal 5 gerade sein, ja. Ich bin gerade auf dem Weg zu Mareike. Die hat uns erzählt, dass sie mit einem Mann zusammen war, der sie richtig toxisch behandelt hat. Sie sagt, dass sie immer noch nicht richtig schlafen kann, weil sie Albträume davon hat, wie er sie schlägt. Du warst mit einem Typen zusammen, der dir nicht so gut getan hat. Wie war er? Es wirkt wie so ein Bildfehler, oder? Als hätte so eine AI den Auftrag bekommen, eine Reportage zu bauen und das hat sich irgendwie eingeschlichen. Ja. Der AI wurde gesagt, bau uns einen Typen und die AI kann aber schlecht Münder machen. Und da hat sie so einen Platz halt. Und dann hat sie gesagt, ja, wisst ihr was, ich mache eine Maske, das geht immer. Ja, spare ich. Am Anfang und was für ein Mann war er dann zum Ende der Beziehung? Ja, es ist tatsächlich ganz abgefahren, weil er am Anfang sehr charmant war. Wir hatten wirklich so den Bilderbuchbeginn in so einer Beziehung. Und dann ist das Ganze irgendwie gekippt zu so einem traditionelleren Zusammenleben von noch so vor 2-3 Generationen. Die Frau soll kochen oder muss eigentlich eher kochen und dann natürlich auch den Haushalt machen. Und wenn ich ihm gesagt habe, das ist zu viel, ich schaffe das nicht, weil ich einen ganz normalen 8-10-Stunden-Tag hatte auf der Arbeit, dann war das vielleicht so die ersten Male noch okay. Aber man hat schon gemerkt, dass es ihm nicht so gepasst hat. Ja, aber dann geh doch. Ist ja offensichtlich, ja. Ich finde das jetzt auch ein bisschen komisch. Also, naja, das ist so ein bisschen ein Hassbegriff von unserer Seite, aber es ist für mich halt so ein Einzelfall. Also, ja, der ist jetzt an einen scheiß Freund geraten. Sich geangelt. Genau, hat den verlassen. Also, mich würde übrigens auch mal interessieren, so ein bisschen, wo der herkommt, muss ich ehrlich sagen. Also,
Ich habe das so ein bisschen Verdacht vielleicht, wenn er sagt, jetzt hier Frauenbild wie vor zwei, drei Generationen. Da denke ich halt nämlich eher nicht an so einen deutschen Mann. Aber das war's mit dem Vertrauensvorschuss. Ja, jetzt interpretiere ich ja die Scheiße. Hast du recht. Aber, also, was mir immer fehlt dann hier, dass auch mal dann die Gegenseite gehört wird. Die kann sich das jetzt alles aus den Fingern ziehen, ne? Ehrlich gesagt. Ja, gut, ist richtig. Ja. Wolltest du den jetzt noch interviewen und hast du deine Frau geschlagen? Und ich glaub, ja, ich bin jetzt mal gespannt, wie das mit den Schlägen, wann das jetzt passiert, ob sie das jetzt noch schildert. Ja, klar. Irgendwann sind halt aus diesen Streits, die dann daraus resultiert sind, immer heftigere geworden. Also wirklich mit lauterer Stimme und bis hin dann natürlich irgendwann eben zu tatsächlicher Gewalt, die dann halt stattgefunden hat. Natürlich betrifft Gewalt, körperliche Gewalt, Sex. Ja, aber gut, ich gebe es ihr jetzt einfach mal, dass das so passiert ist tatsächlich. Sie ist halt geschlagen worden und sie ist dann halt auch anscheinend gegangen. Okay. Mhm. Ja, passiert, okay. Also diese Psychopathen gibt's. Was will das man Ding, machen? Ne? Genau, das Ding ist halt, das ist jetzt aber kein gesamtgesellschaftliches Phänomen, dass irgendwie Männer sehr oft so wären. Also das sehe ich gar nicht so. Ganz im Gegenteil, ich meine, wenn ihr Frauen wüsstet, was für einen schlechten Ruf Frauenschläger unter uns Männer haben. Also, wenn. Ja, Frauen schlägt man nicht, Punkt. Ja, also, wenn du das irgendeinem Typ erzählst, dann. Also, kannst du mir nicht erzählen, dass dann ein anderer Typ sagt: Oh, geil, ja, schön, gibst du ja mal so richtig oder so. Also, da sagen dir wahrscheinlich 9 von 10 Männern oder 19 von 20: Alter, bist du bekloppt? Sowas macht man nicht. Und genauso ist es ja auch im Gefängnis, wenn du da irgendwelche Vergewaltiger hast. Die sind ganz unten in der Hierarchie. Weil das sind vielleicht noch die Pedos drunter, aber. Ja, die sind. Solche Leute sind einfach nicht beliebt bei Männern untereinander. Das ist. Und toxische Männlichkeit würde für mich halt sagen, dass. Also, das würde dem widersprechen, weißt du, dass das schon sehr häufig wäre unter Männern. Das sehe ich halt nicht so. Sexuelle Gewalt jedes Geschlecht, aber 81% der Opfer sind nun mal Frauen. Und jetzt gehen wir auch weg von der Perspektive der Opfer und beschäftigen uns mit den TäterInnen, die aber meistens dann doch Täter, also männlich sind. Alter, dieser Satz, was war das denn jetzt? Wir beschäftigen uns mit den TäterInnen, die meistens männlich sind. Also man kann sich das nicht ausdenken. Das ist so ein Satz, den würde ich gerne in die Vergangenheit schicken und sagen, na, was haben wir damit gemeint? Ja. Sprech doch einfach normales Deutsch. Ja. 80% aller Gewaltstraftaten in diesem Land werden von Männern begangen. Warum sind es vor allem Männer, die so gewalttätig sind? Und was hat das Ganze mit toxischer Männlichkeit zu tun? Das möchte ich rausfinden hier im Männerzentrum. Es geht ja ganz viel um Arbeit mit verschiedenen Männern, aber auch um Gewalt. Was haben die Klienten für ein Männerbild, die hierher kommen? Wieso hat er keine Maske auf? Der ist ja based. Ja, der ist richtig based. Keine aber Ahnung, interessant. Das, die Tür ist offen. Also. Ja, genau. Kommt das ist dann wie draußen. Das ist ach, wirklich so dämlich, diese ganze Regelung. Man kann sich das gar nicht mehr so ausmalen, die Zeit. Die Männer, die hierher kommen, haben das Männerbild, das eigentlich alle Männer in Deutschland mehr oder weniger ausgeprägt haben. So ein bestimmtes Rollenvorbild. Als Mann habe ich keine Probleme, sondern ich löse sie. Ich brauche dazu auch keine Hilfe, hole mir auch keine Hilfe und ich rede auch nicht. So, jetzt will ich mal, Arti, noch mal kurz deine Meinung dazu wissen. Diese Punkte zum Beispiel würde ich so völlig unterschreiben, was der jetzt hier gesagt hat, finde ich. Genauso richtig. Das ist nun mal das, was uns Männern so beigebracht wird. Ja, größtenteils. Also, bis auf mit diesem keine Hilfe, das würde ich ein bisschen abwerten wollen. Also, du suchst Hilfe, wenn du es dann einfach nicht mehr schaffst. Ja, aber ansonsten man ist schon eher Hilfe vermeidend. Selber zu lösen, das Problem. Genau, würde ich schon sagen. Also, dass man als Mann eher erstmal selber versucht, das zu schaffen. Genau, also sehe ich auch so auf Arbeit auf jeden Fall. Also wenn ich da ein Problem habe, dann kann ich nicht sofort einen Kollegen fragen, ja, wie geht denn das? Sondern versuche erstmal so gut es geht, das selber auf die Reihe zu kriegen. Und dann erst, wenn es wirklich nicht geht, wendest du dich an jemanden. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass das bei Frauen vielleicht weniger ist, dass Frauen eher sagen, ja, komm, ehe ich das hier falsch anpacke, frage ich erstmal. Ja. Also so wie ich es erlebe, ist es dann bei Frauen immer so auf Arbeit, dass sie das relativ lautstark kommunizieren, so, scheiße, ich komme hier nicht rein, warum geht denn das nicht? Und wenn dann keiner kommt, dann wird irgendjemand meistens eben männlich direkt angesprochen, kannst du mir da mal, wieso geht das nicht, kannst du mir mal zeigen, warum das jetzt hier so rumspinnt?
Dies, das, ist ja dann Mansplaining. Ja, zum Glück ist das kein Thema. Ja, das ist halt das Ding, wenn man die Hilfe erwartet, klar, dann ist es kein Mansplaining. Mansplaining ist dieses. Ich würde aber auch sagen, wenn ich das irgendwie mitbekommen würde, dass die Person dann hinterher gesagt hat, Gott, dieses Mansplaining geht mir auf den Sack. Dann also, ich habe auch noch nie jemanden erlebt, der dieses Wort benutzt, aber dann würde ich sagen, beim nächsten Mal, selbst ist die Frau, ne? Ja, genau, viel Spaß. Okay, ich wollte es nur mal abklären, ob du jetzt hier dem zustimmen würdest, was der sagt. Und siehst du die aufgezählten Dinge irgendwie problematisch? Nee, gar nicht. Mir ging es nur so darum, wo dieses toxische Männlichkeit herkommt, weil du vorhin so meintest, naja, das ist ja gar nicht so, als die Definition hier kam, die Begriffserklärung, wo ich gesagt habe, naja, ich gebe denen da schon eher recht hier mit den hart und aggressiv und Selbstbewusstsein und Karriere, was weiß ich, diese Geschichten, haben wir ja vor uns ausgeklungen, gesagt, okay, machen wir weiter. Drüber. Bei den Männern, die hierher kommen, eskaliert es dann in Gewalt und in der Regel geht es darum, dass die Männer die Kontrolle über die Situation wieder zurückerhalten wollen. Das heißt, sie reparieren angegriffenes Männlichkeitsbild, indem sie gewalttätig werden. Aber was greift die Männer denn an? Wenn ich also Anspruch habe, ich muss mich immer durchsetzen, ich muss immer alles im Griff haben, in dem Moment, wo das nicht mehr stattfindet, greift mich das an. Das kann sowas sein wie, ich muss auf einmal für die Kinder kochen. Also ein Mann merkt, boah, ich kann nicht mehr so ein Spiegelei kochen und das macht ihn sauer und deswegen... Nicht in dieser Unmittelbarkeit, ja, genau. Aber in der Folge. Okay. Ich brauche die Frau dazu, um das hinzukriegen. Was? Okay, okay. Ich kann ihm sehr gut folgen. Also ich finde den Typen ziemlich gut. Ja, also ich finde das Beispiel schwach, ehrlich gesagt. Also, aber vielleicht bin ich da auch falsch erzogen worden. Also als Mann sollte man auch kochen können, tatsächlich. Ja, das ist jetzt so ein kleines Beispiel. Ich denke, also, so die Summe macht es, wenn man sich irgendwie als Mann hilflos fühlt, weißt du, dass man dann so überkompensiert und sagt, ich muss jetzt hier eben auf hart machen. Deswegen. Das ist auch, glaube ich, was vielen nicht so klar ist, dass Männer verbal nicht so aggressiv sein können. Das können Frauen tatsächlich besser. Und die Lösung von Männern ist dann halt in, physische Gewalt umzuschlagen. Ach, du meinst wirklich können? Männer können nicht verbal so aggressiv sein, weil ihnen dazu die Fähigkeit fehlt, die verbale? Naja, also man lernt es ja in der Schule sozusagen, wie du schon sagst, da gibt es halt die Pausenhofschlägerei und es gibt nicht den Pausenhof-Debattierclub, wo man sich die Beleidigung in den Kopf wirft. Und Frauen lösen ihre Probleme oder Streitereien halt sehr selten physisch, aber sehr eigentlich ausschließlich mit Worten. Ja, ist richtig. Aber ich meine, als Mann könnte es sehr oft beleidigen. Ach so, dass sie das deswegen besser können, ja. Ich würde, was du lange übst, kannst halt irgendwann noch. Ja, so eine Übungssache, Ich persönlich würde auch sogar fast sagen, also zumindest jetzt im Umgang mit Männern, du kannst dir es vielleicht als Mann gar nicht auch so erlauben, verbal sehr aggressiv zu sein, weil du dann ja auch irgendwann aufs Maul kriegst. Jetzt mal ernsthaft, wenn du als Mädel einen Typen ankackst, der wird dir in der Regel auf die Schnauze hauen. Also, ja, stimmt. Und wenn du als Frau eine Frau ankackst, dann kackt die halt zurück, aber es fliegen keine Fäuste. Oder ja, eben. Und als Mann ist es dir, denke ich, schon eher bewusst, stimmt. Wenn ich wo die Reise 150 hingeht, Kilo Vieh, was ein bisschen durchtrainiert, aber immer noch ist. Ja, wo die Reise hingeht, wenn du verbal eskalierst, genau. Ja. Und da hat man ja dann wahrscheinlich, wenn man sich auf Aggressivität verlegt, vielleicht gleich eher so eine körperliche Strategie, weil man dann sagt, ja komm, Vengeance. Genau. Der Worte sind genug gewechselt. Ja, genau. Das erzeugt dieses Gefühl von Abhängigkeit und von Unwirksamkeit. Und dann richtet sich meine Aggression gegen die Person, die mir in dem Moment als überlegen erscheint, weil sie was kann, was ich nicht kann. Und dann bringe ich die sozusagen wieder auf Maß, indem ich zuschlag. Dann ist sie wieder unten. Toxische männliche Verhaltensweisen. Ja gut, also wenn ich jetzt mal das schlechte Beispiel mit dem Kochen außen vor lasse, war das tatsächlich eine Kette, die ich irgendwo nachvollziehen kann. Ich nehme mich auch. Und ich denke, der Typ hat auch Ahnung, wovon er redet. Also er scheint mir ein kompetenter Typ zu sein. Deswegen, wenn ihr toxische Männlichkeit in der Beziehung vermeiden wollt, dann emanzipiert euch so weit, dass ihr selber kochen könnt und nehmen könnt. Genau, wir können ja einfach mal ein paar Eier braten.
Kleiner Funfact, also bei der Armee mussten wir halt auch nähen können, ne? Tatsächlich. Ach wirklich? Wir mussten dann halt irgendwelche Sachen annähen, irgendwelche Abzeichen. Jetzt oute ich mich hier als Nicht-Armee. Und Socken stopfen. Ja, ja, okay, cool. Naja, ist ja wichtig. Das schadet ja auch nicht, meine Güte, das ist ein bisschen Handwerk. Selbst ist der Mann, ne? Richtig. Sind offenkundig nicht nur für Frauen, sondern für die ganze Gesellschaft ein großes Problem. Es kann Männern eben genauso Schaden anrichten. Es kann uns davon abhalten, einfach unseren Träumen und Zielen nachzugehen, weil ja, toxisch männliches Verhalten gibt uns das Gefühl, vielleicht wir schämen uns für gewisse Dinge. Und wenn ich jetzt so drüber nachdenke, so risikohaftes Verhalten, sich immer durchsetzen zu müssen, auf den Tisch zu hauen, das kann doch auch nicht wirklich gesund sein. Um diese Frage zu klären, fahre ich nach Berlin. An der Charité treffe ich eine Forscherin, von der ich wissen will, wie gefährlich ist toxische Männlichkeit für die Gesundheit von uns Männern. Dieser Text wurde in einer Gemüsedose aufgenommen. die Autoqualität war gerade ganz eigenartig, weil die sollten eigentlich von ihren Millionenbeträgen da Bestes leisten können. Gut, so, ich sehe jetzt schon die Zuschauer kommen, ja, bei euch klingt das auch manchmal so, aber wir sitzen hier auch mit irgendwie 20-Euro-Mikrofon. Gebt uns Geld und wir arbeiten dran. Gebt uns die Schäkel und wir arbeiten dran, ja. Aber schön, dass diese Charité-Frau die Pandemie auch todernst nimmt. Naja, ich glaube, die haben sich wahrscheinlich vorher irgendwie geeinigt. Naja, die Leute, die vor der Kamera stehen, außer der Moderator, die müssen die Maske nicht tragen, damit man die gescheit sehen kann. Und es ist ja Sommer hier ganz offensichtlich gewesen. Und sie ist getestet, oder? Keine Ahnung. Und sie ist 3G und irgendwas und hast du gesehen. Ne? Für die Gesundheit von Ach, guck mal, und die hat die Maske aber ja am Arm. So. Ja, ja, falls die neue Mutante angekündigt wird, dann kann sie gleich. Genau. Gott, das ist so. Wenn so der Corona-Alarm kommt, die Sirene, dann zack. Und dann unter den Tisch ducken. Und die Maske. Unter den Tisch ducken. Dann sind wir jetzt hier bei uns, in einem von unseren Untersuchungszimmern. Dann haben wir hier zwei Lungen. Eine von eine gesunde, schöne Lunge und hier eine Raucherlunge. Was hat denn jetzt Rauchen mit Männlichkeit oder toxischer Männlichkeit zu tun? Ja, wir sehen solche Raucherlungen viel mehr bei Männern. Weil Männer rauchen mehr und dann sehen wir auch andere Verhaltensweisen häufiger, die die Gesundheit schädigen können. Also Männer trinken sehr viel mehr und trinken, auch wenn sie trinken, so richtig hart. Dann essen sie weniger gesund, also weniger Obst und Gemüse, mehr Fleisch und verhalten sich insgesamt einfach ungesünder. Was können wir denn jetzt als Gesellschaft oder als Einzelpersonen machen? Und das ist toxisch? Ja klar, es ist toxisch für die Männer selber. Ach so, okay. Ja, den Punkt gebe ich denen völlig. Es ist tatsächlich so. Männer gehen eher so medizinisches Risiko ein. Also gut, vielleicht darf ich das mal kurz ausführen. Gerne, es gibt da nämlich die sogenannte Klosterstudie. Hast du das schon mal gehört? Die Klosterstudie? Nee, noch nie. Okay, es geht nämlich darum, gesamtgesellschaftlich ist es ja so, das wissen wir alle, man sagt immer, Männer leben länger als Frauen. Fehler. Frauen leben länger als Männer, so. Und das ist tatsächlich so, wenn man sich jetzt Deutschland anschaut. Wenn man sich jetzt aber Klöster anschaut, also Mönche in einem Kloster und Nonnen in einem Kloster, dann ist der Unterschied sehr viel geringer. Also die Nonnen, die leben vielleicht ein Jahr länger als die Mönche. Und das ist auch schon seit Jahrhunderten so gewesen. Und das Ding ist einfach, dass die Mönche ein ganz anderes gesundheitliches Verhalten an den Tag legen, als jetzt ein typischer Mann da draußen, weißt du, der trinkt und raucht und achtet wenig auf sich, weißt du, geht selten zum Arzt. Das ist nämlich auch übrigens so ein Tagesrhythmus, Ding. Ja. Und das ist übrigens auch so ein Ding, was tatsächlich toxisch männlich ist. Zum Beispiel bisschen wieder dieses Ding, man will keine Memme sein. Es ist tatsächlich so. Wegen jedem Bewegchen zum Arzt. Genau, genau. Männer gehen viel weniger zum Arzt, aber deswegen kann dann auch mal was durchrutschen, weißt du, dass du irgendeine Krankheit hast. Ich habe das selber leider erlebt bei meinem Großvater. Der hatte was, aber er hat gemeint, nee, ich gehe doch nicht, wir gehen zum Arzt. Zack, und dann musste was amputiert werden. Wiederum finde ich, dass Frauen viel zu oft zum Arzt rennen, tatsächlich. Ja, das würde so dazwischen das gesunde Maß liegen, sicherlich, ja. Aber ich will nur sagen, dieser Punkt hier, den gebe ich denen auch da wieder völlig. Also toxische Männlichkeit. Ich gebe denen das, dass Männer das machen, also dass sie viel trinken, meinetwegen auch mehr als Frauen, kein Problem. Alles gut, aber das ist ja dann, das ist doch wirklich jetzt eine persönliche Entscheidung, was ich mit meinem Körper sozusagen mache. Das ist doch immer ihr Ding hier, my body, my choice. Ist doch dann nichts Wildes. Ist doch völlig okay. Oder? Richtig. Ja, ist richtig. Ist doch absolut richtig, aber es ist halt eine Entscheidung, die den Männern schadet. Also. Und da sollte man vielleicht dahingehend mal ein bisschen aufklären, dass man zum Beispiel sagt, hier, wenn du jetzt über 40 bist, oder ich glaube ab 45 soll man das machen, vielleicht tust du dann doch mal
wenigstens einmal zur Prostata-Untersuchung gehen, solche Sachen. Also was, weißt du, dass man... Oder ja, also achte mal auf dich. Ich gebe zu, es wäre für mich nicht erstrebenswert, wenn ich die Wahl hätte, leben wie ein Mönch oder leben, wie ich jetzt lebe. Und dafür aber halt 10 Jahre weniger. Ja, ich würde mich nicht für das Menschsein entscheiden, tatsächlich. Aber gut, das kann ja jeder selber machen, wie er möchte. Zum genau. Glück noch. Und da gebe ich denen den Punkt, das ist tatsächlich toxische Männlichkeit in dem Sinne, dass Männer sich selbst damit schaden. Ja. So bestimmten Vorstellungen und Verhaltensweisen. Machen, damit Männer einfach gesünder sind und damit wir dieses Problem beheben können. Also zunächst sollten Männer halt sich das bewusst machen, dass sie auch auf ihre Gesundheit achten können und dass es auch männlich ist, sozusagen auf sich zu achten. Zum Beispiel auch Männer können wirklich darauf achten, stabiles, starkes soziales Netzwerk aufzubauen. Und nicht nur durch Trinken oder andere riskante Verhaltensweisen, sondern auch zum Beispiel durch Sport oder durch gemeinsame Aktivitäten. Hä, aber das verstehe ich jetzt nicht. Warum also, nicht? Also der Tipp ist ja gut, aber eigentlich ist es doch... Korrigiere mich, wenn ich jetzt falsch liege, aber Männer haben in der Regel so 5, 6 richtig gute Freunde, auf die sie sich verlassen können und der Rest sind halt oberflächliche. Und ich würde jetzt Frauen unterstellen, dass sie sehr viel mehr oberflächliche Bekanntschaften haben und vielleicht einen richtig guten Freund oder Freundin dann eher. Also so dieses wirklich stabile Netzwerk, wo du Pferde mitstehlen kannst, das sehe ich eher auf der männlichen Seite gegeben. Aber gut, das ist vielleicht jetzt meine Einbildung. Ich denke, es ist wie so oft bei Männern, wie jetzt zum Beispiel beim Thema IQ, dass die Extreme größer sind. Ich denke, es gibt bei Männern viele Männer, also, warte, wie sage ich das? Es gibt mehr Männer als Frauen, die irgendwie ein krass starkes Umfeld haben, aber es gibt auch mehr Männer als Frauen, die ein sehr schwaches Umfeld haben, also die jetzt sehr einsam sind und eben den ganzen Tag trinken und irgendwo rumhängen. Das ist zumindest meine Einschätzung. Kann gut sein, ja, stimmt. Ich meine, gerade heutzutage gibt es ja immer mehr Männer, die sich in sich selbst zurückziehen, die nur noch zu Hause sitzen und sich jetzt vielleicht irgendwelche Animes anschauen oder so. Also ich denke jetzt zumindest an Männer in Japan, weißt du, das ist ja wirklich so ein krasses Phänomen. Stimmt, da hat das sogar einen eigenen Namen, ne? Dieses Inseltum. Sind das die sogenannten Otakus? Aber ich glaube, Otakus sind einfach Anime-Fans. Also schlagt mich nicht. Ich komme nicht so in diese Anime-Szene. Auf der Zunge, aber. Ja. Aber das ist so, ich meine, mir schwebt da irgendwie so Japan im Kopf, weißt du, wo die Männer einfach nur zur Arbeit gehen und dann nach Wenn Hause. Überhaupt, also teilweise gehen die auch gar nicht mehr aus dem Zimmer raus, ne? Ja, solche Sachen, ja. Und ich denke schon, dass es auf jeden Fall eher Männer betrifft. Aktivitäten, die halt allen Spaß machen. Und dann können wir natürlich einiges im Gesundheitssystem auch machen, dass wir Männern klar machen, dass die Vorsorge wichtig ist für ein gesundes, langes Leben. Das Rollenbild, was ein richtiger Mann ist, hat sich im Laufe der Geschichte immer wieder gewandelt. Vorherrschendes Bild über Jahrhunderte, der Mann als Familienoberhaupt, als Herrscher über die Familie und als Versorger. Aber daneben gab es auch immer wieder andere Vorstellungen, wie ein Mann sein kann. In der Romantik vom Ende des 18. bis ins 19. Jahrhundert gab es zum Beispiel das Bild des empfindsamen, schwärmerischen Mannes. Gefühle zeigen auch... Ja, aber auch der war irgendwann in der Regel Familienvater. Und damit dann halt auch Familienoberhaupt. Also das schließt sich jetzt nicht aus. Ich finde das jetzt auch... Also ich will den jetzt nichts unterstellen. Ich frage mich so ein bisschen, wo die Reise jetzt hier hingeht, weil das mit dem Familienoberhaupt, das ist ja jetzt per se nichts toxisch männliches. Ganz im Gegenteil, wenn du für eine Familie sorgst, ist ja eigentlich das Beste, was du machen kannst als Mensch. Und ein gutes Familienoberhaupt hört auch auf den Rest der Familie. Richtig, also, richtig. Wie blöd kann man denn sein, sich die anderen Meinungen nicht einzuholen? Das ist richtig, aber im Zweifelsfall tut wahrscheinlich dann das Familienoberhaupt die Entscheidung treffen. Richtig. Es hat ja auch, also damals zumindest, damals zumindest war ja auch, das haben sie ja gesagt, der Mann auch der Versorger, also der halt arbeiten gegangen ist. Ja, eben. Und da, klar, ich will jetzt die Hausarbeit nicht unter den Tisch kehren, aber die Moneten kamen nun mal nicht davon. Kann man jetzt gut oder schlecht finden. Gefühle zeigen, auch als Mann, entsprach damals durchaus dem Zeitgeist, zumindest in höheren gesellschaftlichen Schichten. Ein weiteres Männerbild des 19. Jahrhunderts, der Dandy. Kein Kraftprotz, sondern eher ein Softie. Ein eleganter Müßiggänger der High Society mit typischem Kleidungsstil. Gleichzeitig aber prägte bis ins 20. Jahrhundert hinein das Militär das Bild von Männlichkeit. Kriegerischer Kampfgeist, Disziplin und unbedingter Gehorsam standen hier im Vordergrund.
Mit dem Übergang von der Industrie zur Informationsgesellschaft verschiebt sich auch das Männerbild. So wie sich der Berufsalltag änderte, entstanden auch neue Vorstellungen, wie ein Mann sein kann. Nicht mehr nur Versorger, der das Geld nach Hause bringt, sondern auch Familienmensch, der sich um die Kinder und den Haushalt kümmert. Allerdings nehmen Männer nach der Geburt der Kinder immer noch deutlich weniger Elternzeit als Frauen. Und sie übernehmen weniger Care-Arbeit zu Hause. Jetzt geht das wieder los, ne? Mit der Care-Arbeit und so. Das Ding ist doch, wenn der Mann weniger Elternzeit nimmt oder sagt hier, die Frau geht in die Elternzeit, dann sagt der Mann das nicht so, sondern in der Regel wird sich da abgesprochen. Richtig. Und das Ding ist ja auch so singulär hier dargestellt. Das sind ja viele Punkte, die da ein bisschen kritisch zu sehen sind. Und das Ding ist ja auch ganz prinzipiell, ein Mann hat keine Brüste, an denen sich ein Kind zeugen kann. Ja. Es ist einfach so. Die Mutter-Kind-Bindung ist in den frühen Monaten, Jahren von einem Kind ganz anders als die Vater-Kind-Bindung. Also der Vater, ja, natürlich ist der auch wichtig, aber dem seine Rolle wird später umso wichtiger, genau. Also wenn dann das Kind älter wird, dass du auch mal Grenzen aufzeigst und so. Ich meine, wir hatten da auch schon drüber gesprochen, von abwesenden Vätern in den USA, weißt du, unter der schwarzen Bevölkerung, und wie viel häufiger die dann deswegen leider kriminell werden und so. Wir hatten da mal so eine Statistik ausgegraben, dass, glaube ich, 60% aller schwarzen Kinder wachsen ohne Vater auf. Ich glaube, es war sogar noch mehr, oder? Es waren 68. Beängstigend. Es war extrem viel. Also genau. Und da ist natürlich dann, also für alles, was mit der Gesellschaft nach außen zu tun hat, würde ich sagen, ist der Mann sehr wichtig, weißt du? Mhm. Dass man als Kind so nach außen hin zur Gesamtgesellschaft seinen Weg findet. Aber so an sich, für die Familie, würde ich auf jeden Fall sagen, ist die Mutter wichtiger. So, und dann das nächste, wo jetzt werden die Feministen sagen, das nächste Argument ist sogar ein Pro-Feminismus-Argument. Es ist ja meistens auch so, dass der Mann nun mal mehr Geld verdient. Und deswegen macht es ja mehr Sinn, ja, wenn der weniger. Ja, genau, da können wir noch gleich zu sprechen kommen. Aber da macht es ja jedenfalls mehr Sinn, wenn der weniger verdient, die Frau dann eher die Elternzeit auf sich nimmt als der Mann. So, zum Gender Pay Gap hier nur noch mal ganz kurzer Disclaimer. Der Gender Pay Gap, der wird ja immer der wird nicht berücksichtigt, dass Frauen und Männer unterschiedlich oft in Teil- und Vollzeit arbeiten und auch unterschiedliche Berufszweige angehen. Also wenn du jetzt dieselben Männer im selben Beruf nimmst und mit der gleichen Zahl an Arbeitsstunden, dann ist dieser Gender Pay Gap immer noch da, aber der ist nur noch so 6-7%, habe ich mal gelesen. Und nicht halt die 18%, die er eigentlich ist. Und die 6-7%, die könnte man dann auch zum Beispiel erklären, dass Männer einfach aggressiver verhandeln in Gehaltsverhandlungen. Weißt du, dass sie. Ich glaube, ich habe sogar mal irgendwo beim Statistischen Bundesamt gelesen, dass man bei 2% landet. Und diese 2% werden dann, wie du schon sagtest, mit diesem Verhandlungsgeschick und der Aggressivität, da wäre dann sozusagen toxische Männlichkeit mal was Positives. könnte auch sein. Also ich würde mich jetzt nicht versteifen wollen auf die 6-7%. Ich kann mir das auch sehr gut vorstellen mit den 2%, ja. Ja, deswegen, und also für mich ist einfach, wie du schon sagtest, mit der Teilzeit das Hauptding. Also das ist das Hauptargument, so genau. Frauen, die in Teilzeit arbeiten. Das ist ja auch richtig. Völlig okay. Ja, eben. Aber dann braucht man sich halt nicht beschweren, wir Frauen verdienen weniger als die Männer. Männer gehen halt nun mal mehr nach außen. Männer sind viel mehr in der Karriere unterwegs. Also sagen, ich brenne für meinen Job, ich bin da 40 Stunden unterwegs. Das machen Frauen einfach weniger, zumal wenn sie Kinder haben. Und das ist völlig okay. Aber da muss man halt auch damit leben, wenn man weniger verdient. Wenn du Teilzeit arbeitest, dann ist es nun mal logisch, dass du weniger Berufserfahrung hast als jemand, der Vollzeit arbeitet. Richtig, was natürlich. Was wiederum bedeutet, dass der Vollzeitmensch sagen kann, ich habe jetzt mehr Erfahrung, ich möchte auch gerne mehr Geld, das steht mir jetzt zu. Ne? Richtig, du wirst natürlich dann bei Beförderung eher übergangen, wenn du von vornherein weniger Stunden machst. Ich meine, völlig logisch, wenn jetzt auf Arbeit einer sucht, also es wird ein Chefposten frei oder so, und du schaust dich jetzt um nach neuen Leuten, dann nimmst du natürlich den, der 40 Stunden da ist, nicht die Frau, die nur 30 Stunden da ist. Was hat das auch für eine Wirkung für die restliche Abteilung, ne? Ja, der Chef ist Teilzeitchef. Genau, da ist der Chef dann weniger oft da als einige Mitarbeiter. Also das geht ja gar nicht. Der Chef muss ja im Idealfall immer erreichbar sein. Also wer Chef ist, weiß das. Das könnte man auch nochmal hinterfragen, 60 ehrlich Stunden. Gesagt, diese Praxis. Ne? Ja. Aber im Moment
ist es nun mal so, und das ist ein globales Phänomen, außer die ganz großen Chefs, die dann eher auf dem Golfplatz zu verorten sind, aber prinzipiell so die Abteilungsleiter und sowas, ja, die sollten leider permanent erreichbar sein. Dafür werden sie auch eben entsprechend entlohnt. Richtig. Wir machen hier mal weiter, oder? Ja. Fachleute sagen, das liegt auch am Konflikt zwischen eigenen Rollenbildern und den Rollenbildern etwa von Arbeitgebern und in der Gesellschaft insgesamt. Auf Aggression und Dominanz ausgelegte Männerbilder sind gefährlich. Für andere, die möglicherweise Gewaltopfer dieser Männer werden. Und für die Männer selbst. Toxische Männlichkeit schadet ihrem Körper und ihrer Psyche. Ein Beispiel: Laut Statistik begehen mehr Männer Selbstmord als Frauen. Die Erklärung: Viele Männer glauben, keine Schwäche zeigen zu dürfen. Sie holen seltener Hilfe, wenn sie psychische Probleme haben. Wenn es darum geht, wie ein Mann sein kann, spielen Bezugspersonen in der Kindheit, auch außerhalb der Familie, eine große Rolle. Finde ich schön, dass sie da hier das Schwarze. Aber diesen Punkt hier gerade eben mit dem Selbstmord, also finde ich ein guter Punkt und gebe ich denen halt völlig recht. Das ist auch das, was ich ja am Anfang so ein bisschen reinbringen wollte, wo ich sage, naja, toxische Männlichkeit gibt es schon. Jetzt eben zum Beispiel dieses Ding Hilfe holen, weißt du? Und deswegen tun sich halt Männer öfter umbringen. Es ist einfach so, die wollen ja als Schwächling dastehen und gehen dann gerne erst zum Psychotherapeuten oder irgendwas. Ja, deswegen sind wahrscheinlich auch diese ganzen Obdachlosen eher männlich, ne? Alles, genau. Weil die auch nicht zu irgendeiner Beratungsstelle gehen oder so, die sagen, ja, ich komme selber mit mir klar, ich brauche keine Hilfe, ich will nämlich bemuttern lassen oder so, ich will kein Geld annehmen vom Staat, all solche Sachen. Also man könnte jetzt schon bei dem Beitrag, ich bin ein bisschen verwirrt, fast auf die Idee kommen, es ist eigentlich ziemlich scheiße, ein Mann zu sein. Ja. Deshalb sind mehr männliche Erzieher im Vorschulbereich und mehr männliche Lehrkräfte, vor allem in den Grundschulen, so wichtig. Außerdem moderne Rollenbilder in den Schulbüchern. Ah, ich dachte, jetzt kommt vielleicht noch der Punkt, dass eben aber so Kindergärtner oder auch so Grundschullehrer immer so sehr kritisch beäugt werden von den Kindergärtnerinnen dort. Im Sinne von, ist das vielleicht ein Pedo und solche Späße. Genau, das ist das Ding. Da haben wir dann nämlich wieder so das Ding, die Erwartungshaltung an Männer. Es wird ja eben von Männern auch erwartet, dass sie bestimmte Interessen haben und vielleicht nicht so mit Kindern umgehen wollen. Weißt du, dass sie eher, was weiß ich, technische Berufe ergreifen oder irgendwas. Also ich absolut kenne, richtig. Vier Kindergärtner und das kam immer mal zur Sprache, dass das auf Arbeit immer durchscheint. Dieses. Ach, wirklich? Ja, tatsächlich. Krass. Ich kenne auch zwei Kindergärtnerinnen. Aha. Und die meinten auch, dass das irgendwie immer mitschwingt und dass das halt, dass das irgendwie ein Problem ist tatsächlich, dieses Erwartungsverhalten. Oh, krass. Ne? Also, das kann ich mir vorstellen, gerade bei Kindern im Kindergarten. Also ich denke, an der Grundschule vielleicht auch ein bisschen, aber bei normalen Lehrern am Gymnasium wahrscheinlich gar nicht. Aber im Kindergarten, klar, kann ich mir vorstellen, dass es so ein bisschen das komisch ein Geschmäckle hat. Ja. Wahrscheinlich sogar auch bei den Eltern, weißt du? Kann ich mir auch vorstellen. Ich meine, klar, du gibst dann dein Kind in die Kita und dann ist da irgendein Typ und hast du vielleicht ein komisches Gefühl. Ja. Dass das nun mal so ist, ja. Das, und es kommt ja auch, also es gab ja die Fälle, das heißt, das kommt nicht von ungefähr. Also. Ja, das ist das Ding. Schulen so wichtig. Ach so, ich habe hier nur noch mal kurz angehalten mit diesem Punkt. Mehr Erzieher und mehr Lehrer dafür sollen Bezugspersonen für Kinder sein. Da würde ich zum Beispiel auch hart widersprechen. Also das ist wieder so ein bisschen die Logik, ja, der Staat erzieht die Kinder und nicht die Familie, weißt du? Also die Lehrer und Erzieher, die irgendwo an irgendwelchen Institutionen sitzen, die sind mit an der Kindererziehung beteiligt. Und da würde ich sagen, eher nein, das macht halt der Vater und die Mutter. Die Erzieher und die Lehrer, die können dann irgendwas sein. Ich meine, das ist ja auch so ein Trick, das Gott, jetzt sage ich es, des Staatskapitalismus schlussendlich, dass die Frau auch arbeiten gehen muss, damit es überhaupt für alle reicht und dass sowas wie ein Kindergarten dann notwendig ist. Ne? Ja, da kommt das ja schlussendlich her, aus dem 19. Jahrhundert, da ist das ja entstanden, weil die Frau dann auch in die Fabrik mit musste, da, weil das Leben oder das Geld nicht gereicht hat zum Leben. Genau, klar. Kann man ja auch mal hinterfragen, ob ein Kindergarten überhaupt sein müsste. Also Schule ist okay, ja, das ergibt dann schon Sinn.
Na, da ist man dann auch in dem Alter, wo man als Kind diesen Schulweg schafft in der Regel. Ja. Aber ja, Kindergarten oder auch Kinderkrippe, boah, schwierig. Also wie du schon sagtest, diese ersten Jahre, wo die Mutter-Kind-Bindung so wichtig ist. Und dann, sobald du fertig gestillt hast, gibst du es in die Kinderkrippe, um wieder an deinen Arbeitsplatz zurückzukehren. Boah, schwierig, schwierig. Ja, ist echt eine interessante Diskussion. Also bei diesem Kindergartenthema zum Beispiel, also Kindergarten so ab, wann ist das? Ab 4 Jahren, glaube ich. Irgend drei oder 4 Jahre. Ich weiß nicht mehr Ja. genau, wie es ist. Ganz schwieriges Thema. Also ich selber war ja auch im Kindergarten, obwohl meine Mutter Hausfrau war. Und Aha. mir hat es jetzt nicht geschadet, deswegen würde ich mich eher dafür aussprechen. Aber so Kinderkrippen, dass so man direkt nach einem Jahr, also vom ersten bis zum dritten Lebensjahr oder so, in so einer Krippe ist, das würde ich wahrscheinlich eher kritisch sehen. Aber schwierig, schwierig, schwierig. Ich bin da auf keiner Seite, weißt du, aber interessante Diskussion. Ja. Außerdem moderne Rollenbilder in den Schulbüchern. In Zukunft wird es vielfältige, nebeneinander bestehende Männerrollen geben. Als sicher gilt, das alte Männerbild, der Mann als harter, dominanter Herrscher, der keine Gefühle zeigt, dieses Rollenbild hat ausgedient. Na, da bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher. Also Ja, das schon ist allein, weil es sich ja über Jahrtausende in Anführungsstrichen bewährt hat. richtig. Und Weiß auch ich nicht. weil ich bin da ein bisschen wieder auf der Frauenseite, weil Frauen das ja auch irgendwo wollen. Also eine Frau will einen Mann, der mal durchgreift und Ja. anpackt. Also das ist einfach so. Es gibt zwar immer dieses, ja, ich mag's, wenn er auch mal Gefühle zeigt, aber in der Masse der Zeit Das ist soll nur er halt neben. eben seinen Mann stehen. Ja, das ist nur Gelaber. So, jetzt wird Er hier hoffentlich lacht ja auch schon abmoderiert. drüber über das. Ja, richtig. Mal gucken, ob er ein Das wird Fazit macht. deutlich, also Ja, mal sehen. deutlich, also sich selber krass zu überschätzen oder irgendwie keine Schwäche zeigen zu wollen, nicht über seine Gefühle zu reden, das sind Probleme, aber darüber kann man reden. Reden hilft immer mit seinen Kontakten, mit seinen Friends, das ist eine super Lösung. Nur wenn ihr redet, dann vielleicht nicht anderen ins Wort fallen. Vor allem geht das an meine Männer da draußen. Viel Spaß und seid achtsam und habt euch lieb. Ja, geht schon. Ja, gut. War jetzt okay. Also, man muss ihnen zugutehalten, sie schießen jetzt nicht irgendwie übers Ziel hinaus. Ja, der Beitrag war okay im Großen und Ganzen. Also, du hast ja gemerkt, ich war immer so ein bisschen mehr wohlwollend noch. Also, ich habe hier jetzt gar nicht, ich will mich hier gar nicht so krass beschweren. Das Nö, Ding ist, in überhaupt der nicht. Summe natürlich solcher Beiträge, wir haben das ja schon angerissen, wenn man jetzt auf die Seite geht von diesem Format hier, Respekt bei BR.de, Ja, lies mal ein dann paar der schönen Titel vor. genau, da haben wir solche Anti-Themen. Also daran merkt man schon, wo die Reise hingeht, dass es eben nicht ausgeglichen auch um toxische Weiblichkeit geht, sondern einfach um Feminismus. Da gibt es zum Beispiel Themen: sexuelle Identität, LGBTQI-Sternchen, Chancenungleichheit, Gendergerechtigkeit, Sexismus. Ja, das sind halt so die Themen jetzt hier, die zum Beispiel dann noch vorgeschlagen werden bei unter dem Aber Video. ich will es mal jetzt wirklich mal ganz wohlwollend betrachten. Kann ja gut sein, dass wir uns mal diesen Buchstabensalat-Titel anschauen, ob da auch die Sache mit den Selbstmordraten zum Beispiel zutage kommt, was jetzt ja hier zumindest auch mal angeschnitten wurde. Also im Moment ist noch das Potenzial da, also gut, das wird nicht passieren, aber das Potenzial ist noch da, dass das ein ausgewogener Beitrag am Ende sein könnte. Du hast gerade den Knirsch des Todes. Hä? Ich verstehe mal wieder nicht, worauf du hinaus willst. Du redest jetzt über den LGBTQI-Beitrag, den wir noch gar nicht gesehen haben, oder? Ja, es kann ja sein, dass wir den mal gucken werden. Ne? Und es Ja, könnte es ja kann sein, theoretisch. dass er gut ist oder nicht, ja. Und ne, es könnte ja tatsächlich passieren, dass sie das Thema Selbstmorde bei diesen Leuten nach der Transition mal anbringen, die ja nicht gerade wenig sind. Oder Selbstmordversuche zumindest. Ja, Hm? ich würde es aber. Ich würde es bezweifeln. Ich würde es hart bezweifeln, ne? Aber es ist noch, sie haben noch nicht alle Brücken abgebrannt, als dass ich es nicht zutrauen täte. Es wäre dann der erste, es wäre wirklich der erste Beitrag, glaube ich, von den Öffis, der das mal thematisieren würde, ne? Ja. Aber vielleicht ist das hier die Goldgrube, die wir lange gesucht haben. Ja, ist auf jeden Fall ein nettes Format. Wir schauen da bestimmt noch mal was, würde ich sagen. Also ist ganz witzig, dass die hier diese 14-Minuten-Beiträge haben.
mit schöner, purer Ideologie. Da kann man was draus machen. Ja, dann, Tom, hat Spaß gemacht. Und ja, gerne wieder. Gerne wieder, genau. In dem Sinne, macht's bis gut. Zum nächsten Mal.